Liebe Mitglieder des Hanseatischen Kunstvereins, liebe Kunstfreunde, meine sehr geehrten Damen und Herren, bereits einmal im Jahr 1997, also vor genau 25 Jahren, hat der Anhaltische Kunstverein Dessau e.V. Kunst aus Dessauer Privatbesitz mit dem Titel Kunst des 20. Jahrhunderts aus Dessauer Privatbesitz ausgestellt. Die hohe Qualität und Vielfalt des damals zusammengetragenen hat uns ermuntert, noch einmal das Gleiche zu unternehmen. Und wenn Sie mich, uns fragen, ob dieses Mal etwas anders ist, kann ich sagen, nur eines. Und zwar sind wir, sowohl die Ausrichter als auch die meisten der Leihgeberinnen und Leihgeber, 25 Jahre älter geworden. Auch die Konstellation des Zusammengetragenen ist ähnlich. So haben wir erneut etwa die Spanne zwischen 100 Jahren und es gibt ein ähnlich hohes Qualitätsniveau. Wir finden die guten alten Maler aus Dessau ebenso wie die weltweit bekannten Stars. Also mein Name ist Wolfgang Sabelsberg und ich bin von Anfang an Gründungsmitglied des Hanseatischen Kunstvereins und war auch schon vor 25 Jahren dabei bei der ersten Ausstellung dieses Formats, was schon damals sehr vielen Mitgliedern und Dessauern gefallen hat, weil natürlich wunderbare Bilder und ein Querschnitt der Moderne zusammengekommen ist, auch etwa in einer Spannweite zwischen 1920 und der Gegenwart. Und so war das auch diesmal. Also wir, der Hanseatische Kunstverein, haben gedacht, dass wir nach 25 Jahren noch einmal eine solche Ausstellung starten und mal sehen, ob sich etwas verändert hat. Also wollen wir hier beginnen, in der ersten großen Kojo unserer wunderschönen Kunsthalle. Hier haben wir ganz bewusst einige auch international anerkannte und bedeutende Künstler gehängt. Unter anderem sieht man hier Baselitz, ein auf dem Kopf stehender Kopf. Daneben Lüpertz. Übrigens zwei Künstler, die in Dessau bereits ausgestellt worden sind, 1994 und 1995, im damaligen noch städtischen Museum Schloss Mosikau. Wir haben hier ein Sprühbild von Harald Nägeli, auch ein international bekannter Sprayer, dafür auch ein Jahr in Zürich ins Gefängnis musste, dabei große Unterstützung bekommen hat von Intellektuellen in aller Welt, unter anderem Heinrich Böll. Hier haben wir Tübke, der eine Ausnahmestellung hat in der DDR, hatte ein unglaublicher Techniker, bekannt durch seine Bauernkriegspanorama. Falkenhol ist auch sehr bekannt mit seinen großen Skulpturen, hatte allerdings auch so hübsche Lithografien entwickelt. Ja, wir sind hier, Lindenberg kennt jeder, den Deutsch-Rock-Musiker, der auch hübsche Bilder, karikaturartige, hübsche Bilder gemalt hat. Also insgesamt ein Raum mit bekannten, auch international bekannten Größen. Nachdem gestern das letzte Bild gehängt und die letzte Bildunterschrift angebracht war, waren wir alle aus unserem wirklich ganz großartigen AKV-Team unendlich glücklich über diese Ausstellung, über die hohe Qualität aller Werke, die glückliche Mischung aller Stücke aus Alt und Neu, Lokal, Ost und West, aus Grafikmalerei, aus Prominent und Namenlos. Und nicht zuletzt scheinen die wunderbaren neuen Räumlichkeiten des Vereins wie geschaffen gerade für diese Ausstellung zu sein.
Wir haben tatsächlich das früheste Bild, wir haben ja gesagt von 1922 bis 2022, also es gibt Bilder, die zeitgenössisch sind, tatsächlich aus den letzten Jahren, aber wir haben ein Bild von 1925, eines von 1927, also wir haben wirklich eine Spanne von 100 Jahren. Hier in diesem Raum haben wir begonnen mit Bildern, Gemälden, Zeichnungen, die auf Reisen entstanden sind. Dieses hier, mein Lieblingsbild vielleicht sogar in der Ausstellung, ist von Meditz, einem Wiener Künstler, einem Österreicher, der den Morteratsch-Gletscher in der Schweiz zeigt. Das habe ich vorher nicht gewusst, hat mir aber eine Gletscherforschungsgemeinschaft bekannt gemacht. Dann haben wir hier von Klaus Hartmann diese wunderbaren Bilder, die in Afrika entstanden sind, unter anderem in Tansania. Und dann haben wir Walter Opitz, der erst, wie ich meine, nach der Wende begonnen hat, einmal in die Welt hinauszugehen. Man sieht ein Venedig-Bild, eine Ansicht der Notre-Dame-Kathedrale, damals noch nicht verbrannt. Also der da erst die Freiheit entwickelt hat, so zu malen, wie wir es hier sehen. Ein ganz tolles Aquarell und eine ganz, ganz freie Zeichnung. Hier auf dieser Wand haben wir Konstruktivisten und ich finde wirklich in einer tollen Reihe. Dieses hier ist das Geschenk an einen unserer Leihgeber, der damals auch am Bauhaus gewesen ist. Hier eine Hausnummer von Anton Stankowski in Emaille gearbeitet und was die Farben ganz wunderbar hervortreten lässt. Ja, jetzt haben wir hier eine Reihe, beginnend mit Karl Marx, wohl dem bedeutendsten Dessauer Künstler, daneben Albert Hennig. Albert Hennig ist ein Künstler, der auch am Bauhaus gelernt hat und ich finde, man sieht, dass er bei Klee auch in die Lehre gegangen ist. Offenbar hat er in der Klee-Klasse im Klee-Kandinsky-Haus fleißig studiert. Dann noch ein sehr bekannter Künstler, Per Kirkeby, und hier zwei Bilder, die pure Lebensfreude unserer Meinung nach von Ulrike Triebel ausstrahlen. Etwas angelehnt an die Brücke-Malerei, hier eine junge Frau, die offensichtlich abspringt, wohin und woher auch immer. Ja, wir haben also neben diesen historischen Künstler Meditz, eines der ältesten Bilder in der Ausstellung, einen der besten Dessauer oder in Dessau lebenden Künstler gestellt. Das ist Paul Ries. Beide Bilder sind an der Mulde entstanden. Bilder eines Künstlers, der sehr früh ganz unprätentiöse, fast bildunwürdige Motive ins Bild setzt. Also man sieht hier vorne diese braune, eher matschige Bereiche, die eigentlich in den Jahrzehnten davor für nicht bildwürdig erachtet wurden. Ihm geht es aber mehr darum, solche Bäume, die durch letzte Lichteinwirkung eben herausflammen. Und also ich finde ein wunderbares Bild, das diesem hier ähnelt. Dann haben wir hier zum Beispiel ein Bild, wer könnte annehmen, dass dieser Albin Brunowski für die Tschechoslowakei Banknoten und Briefmarken entwickelt hat. Ganz fein radiert, das ist richtig ein Wimmelbild, bei dem man ganz nah herantreten muss, um die ganzen Feinheiten zu entdecken.
haben wir hier einen Raum, in dem überwiegend Dessauer Künstler zu sehen sind, in die auch Bilder anderer Künstler eingemischt sind. Also einmal haben wir hier, das sind wohl mit die jüngsten Arbeiten von Katrin Zickler, sehr feinnervige, heutige Problematiken. Alte Dessauer Künstler, teilweise, die teilweise sehr vielversprechend begonnen haben, dann aber NSDAP-Mitglieder geworden sind und sich dann den Wünschen einer blut- und bodenorientierten Malerei anpassen. Hochinteressant meines Erachtens, ein Künstler, der noch vor seinem Eintritt in die NSDAP den Schlossgarten in Dessau in intakter Form wiedergibt und darüber das Bild eines eigentlich dilettanten Künstlers, der Dessau 1946 nach der Zerstörung zeigt. Natürlich auch noch Plastiken zeigen. Wir haben hier einen, der stadtbekannt ist. Das ist Martin Hadelich. Martin Hadelich ist auch dadurch bekannt, dass er hier die Freiräume, die wir hier sehen an der Scheibe Nord, mit Skulpturen versehen hat. Also zum Beispiel diese Figurengruppe stammt auch von Martin Hadelich. Dieses hier ist ein Geschenk an mich gewesen, zum anlässlich des 100. Geburtstages von Martin Hadelich durfte ich die Laudatio halten und dafür habe ich die Teufelin bekommen, die mir besonders gut gefällt. Nun wünsche ich Ihnen sehr viel Vergnügen und schöne Eindrücke, bereichernde Gespräche bei der Betrachtung der Ausstellung. Und bevor ich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit danke, möchte auch ich noch einmal allen Leihgeberinnen und Leihgebern für ihre schönen Stücke ganz herzlich Dank sagen. Danke sehr.